invited him because he has so much knowledge, starting from facts, but that ultimately can translate and contribute to the debate about the quality of the built environment, which is our way to contribute to people's quality of life. Die Biennale ist die Olympiade für Architekten und ich möchte hier zeigen, wie man Gebäude machen kann wie Bäume. Gebäude, die nützlich sind, die die Luft reinigen, die das Wasser reinigen, die gut sind für die anderen Lebewesen. Ich stelle hier die Gebäude der Zukunft vor. Man verliert etwa 400.000 Leben jedes Jahr in Europa durch Feinstaub. Dieser Feinstaub muss ja nicht in der Lunge landen. Das Gebäude kann so gestaltet werden, die Oberflächen können so gestaltet werden, dass sie aktiv Staub aufnehmen. Wir haben das für Innenräume gezeigt mit Teppichböden, die aktiv die Luft reinigen. Wenn man Feinstäube aus der Luft herausholen möchte, dann braucht man aktive Oberflächen. So wie ein Blatt ja auch nicht eine glatte Struktur hat, wie ein Glaspalast, sondern eben aktive Furchen und Rinnen, und außerdem braucht man elektrostatische Aufladung, sodass der Staub aus der Luft angezogen wird. Wenn es dann regnet, wird der Staub abgewaschen, er ballt zusammen und kann nicht mehr eingeatmet werden. Also warum soll ich nicht das Gebäude einsetzen, um die Luft zu reinigen, wenn ich sonst den Dreck in meiner Lunge habe? Dieses Glashaus steht für traditionelle Architektur, verspiegelt ein Glaspalast für die Natur, schädlich mit giftiger Innenraumluft. Die Architekten, die Zwerge, die man hier sehen kann, haben sich im Prinzip erhängt in einer bestehenden Architektur. Das ist dieselbe Architektur, ob in Stockholm oder in Sao Paulo, ob in Moskau oder New York. Sie hat mit dem Standort nichts zu tun, sie wird entsprechend klimatisiert, energieverschwendend, totes Land. Zerstörerische Architektur. Die Menschen sind nur Marionetten in allem darin. Das heißt, sie sind gar nicht wichtig. Das Gebäude sozusagen bestimmt ihren Lebensablauf. Die einen finden es lustig, dass sich die ganzen traditionellen Architekten dort erhängt haben und zappeln. Die anderen kommen vorbei wie Norman Foster und sagen, das bin ich, oder? Wie in einem buddhistischen Tempel ist der Fußabdruck Buddhas abgebildet. Ich sage, jeder ist Buddha, jeder ist wichtig, jeder zählt. Denn wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, dann sind sie großzügig und freundlich, dann geben sie gerne an andere ab. Wenn man sagt, du bist schlecht, dann können sie nur weniger schlecht sein. Darum möchten die Leute klimaneutral sein, weil das Höchste ist, nicht da zu sein. Ich sage, lasst uns die Menschen feiern. Schön, dass wir hier sind. Wir sind die Eingeborenen auf der Welt. Wir können das nicht an irgendwelche Indianer delegieren. Wir sind für diesen Planeten zuständig. This change of attitude. If you do something good, well, do as much as possible. Do not do as little as possible of something harmful. Do as much as possible of something positive. And with that attitude in mind, there's so many things that can change in the built environment. We tend to feel guilty about what we're doing, but with the right approach, with the right design, with an understanding of the forces at play, then eventually a built environment that produces some good is good news. The more, the better. And I guess this is a kind of conceptual paradigm shift that is also part of what this Biennale is looking for. Knowledge to be shared, new paradigms to be agreed.
Die traditionelle Ökologiebewegung spricht den Menschen eigentlich das Lebensrecht ab. Vermeiden, sparen, verzichten. Bei klimaneutral rufen alle Leute Hurra, das sei das große Ziel. Wir können nur klimaneutral sein, wenn wir nicht existieren. Das ist ein sehr trauriges Menschenbild. Und wenn ich den Menschen die Existenz abspreche, das sieht man in Israel, in Palästina, dann werden Menschen raffgierig und feindselig. Wenn sie gemocht sind, sind sie großzügig und freundlich. Das heißt, ich möchte die Menschen feiern und ihr Fußabdruck ist das Erste, was sie eben ausmacht, die Identität, wo sie hingekommen sind.